Und weiter geht's mit der Tutorial-Serie zum Posenangeln in Russian Fishing 4 beziehungsweise zu den Basics in Russian Fishing 4, wo natürlich auch Grundangler von profitieren können oder Spinning-Angler, weil da natürlich die gesamten Basics mit erwähnt werden. Und schwerpunktmäßig geht es aber jetzt in der Serie ums Posenangeln. Und beim letzten Mal hatte ich schon gesagt, es geht mal auf andere Fische, nicht nur am Windenbach auf Haseln und auf Lauben oder mal auf Barsch und Rotaugen, sondern heute testen wir mal hier den Moskitosee und gerade das natürlich auch noch in der Nacht. Also, legen wir los. Zuletzt war der Plan, dass ich mir eine dritte Ersatzroute sozusagen hole. Das ist gar nicht möglich. Tada! Auch da wieder eine Überraschung. Das ist gar nicht möglich, denn da wird gesagt, nee, eine Ersatzroute reicht. Und was man dann aber nichtsdestotrotz bekommt, ist oder sind die Würmer. Das heißt, wir haben jetzt trotz allem zu der Ersatzroute, die wir ja haben oder die wir noch hatten, haben wir Würmer bekommen. Ich sehe gerade, wir haben auch noch einen zweiten Haken, zweiter Ersatzhaken, aber so ein rostiger halt nur, ne, haben wir bekommen. Und jetzt haben wir schon mittlerweile 100 noch was Regenwürmer. Und das ist halt richtig gut. Und hier, guck mal, da vorne, da zuppelt es auch schon. Ich bin hier gerade auf 70 cm Tiefe. Das sieht doch schon gut aus. Den machen wir mal auf 80 cm Tiefe. Kommen wir so weit raus. Maximal auswerfen. Zack. Wobei, nee, wir wollen ja abstellen. Das heißt, ich ziehe wieder ein bisschen zurück. Wir wollen ein bisschen Schnur locker lassen. Abstellen. So. Und jetzt gehen wir heute hier auf die kleinen Brocken im stehenden Gewässer. Ganz angenehm. Auch hier ein bisschen die Schnur knapp hinter die Pose ans Wasser legen. Nicht so doll dran rumzuppeln. Und in dem Moment, dann, wenn es jetzt gleich richtig runter geht, natürlich zugreifen. Ich sehe unten auf der zweiten ist auch gerade was dran. Jetzt hier auch. Man kann sich kaum entscheiden, links oder rechts. Da empfiehlt es sich wirklich durchzuziehen. Warten, man hat die Rute in der Hand. Auch wenn auf der anderen was dran geht, nicht beides gleichzeitig versuchen. Hier, dann geht es wahrscheinlich gar nichts rein. Wobei, ja, jetzt. Und da haben wir ihn. Zack, gehakt. Auch da ein schönes Rotauge mit drin. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich gerne alle mit. Ja, wie sieht es hier aus am Moskito, an dem Moskitosee? Ein Gewässer, wo vieles reingeht. Viele kleine Fischis natürlich auch drin sind. Und gerade nachts, jetzt müssen wir gleich mal gucken, in dem Moment, wo jetzt gleich die Pose runtergeht, müssen wir jetzt gleich zugreifen. Ist aber auch schon nichts mehr. Zielfisch. Idealerweise wäre jetzt hier der Kaulbarsch. Wieder mal einer von den ganz, ganz großen Fischen. Der Kaulbarsch, winziges Dingen. Das wäre ideal, weil wenn wir den auch da wieder als richtig groß in seiner Kategorie, also einen richtig großen, winzigen Fang. Ja, ist dran. Perfekt. Ui, was haben wir da? Rappapapam. Jawolski, eine kleine Karausche. Unmaßig, viel zu klein. Aber nehmen wir trotzdem mit. Ja, Kaulbarsch, auch da lohnt sich in diesem kleinen Gewicht. Und auch hier, wir nehmen alles mit, denn, ihr wisst es noch, vom Windenbach, im Café an diesen kleinen Gewässern gibt es immer wieder Aufträge für unmaßige, für kleine, für viel zu kleine Fische. Und da machen wir die richtige Kohle mit. Das ist der Knackpunkt. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich noch ein bisschen tiefer. Übrigens habe ich mir hier an der Verwaltung, auch wie am Windenbach, so auch hier am Moskito an der Verwaltung noch eine Map gekauft. Hier ist das Gewässer. Da oben in der Ecke stehe ich und probiere hier ufernah, also ganz nah hier natürlich auf Kaulbarsch. Gucken wir mal eben hier dran. Ne, nicht gehakt.
Und das Ding versuchen wir sehr weit auszuwerfen. So, Schnur ist aber trotzdem noch locker. Perfekt. Und hiermit versuche ich mal ein bisschen tiefer noch zu gehen. Die war auf 80. Ich gehe mal auf 1 Meter auch. Um mal zu testen, wie tief das hier ist. Wenn wir zu tief sind sozusagen, dann steht da auch Grundberührung. Das ist, könnte schon zu tief sein. Nichtsdestotrotz, wir testen es. Einfach ausprobieren, ob wir oder wie tief man kann. Und da hinten zuppelt es auch schon los. Aber wir nehmen jetzt erstmal diese hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So soll das sein. Nachts auf Regenwurm. Mögliche Fische sind, ja, wir hatten ja gerade schon so eine kleine Karausche. Aber eben auch möglicher Fisch, eine Schläfergrundel. Alter. Schöne dicke Rotaugen. Fast 500 Gramm. Schönes Ding. Schöne dicke Rotaugen wollen wir. Idealerweise, wie gesagt, Kaulbarsch, Schläfergrundeln, Güster könnten vielleicht mit reingehen, all sowas. Also bei den Fischen sind wir immer dankbar dafür. Und das ist dann auch sehr speziell eben für die Nacht. Also die sind auch eher nachtaktiv und mögen es fleischig. Also die fetten Regenwürmer. Ja. Ja, also ich habe mir jetzt keine dritte Route geleistet. Wäre natürlich ideal, ne? Dritte Route noch. Aber ich bin da jetzt echt ein bisschen knauserig. Ich hätte gerne mein Set irgendwie, ja, eigentlich günstig zusammengestellt. Andererseits, ich müsste, glaube ich, irgendwann tatsächlich mir nochmal so eine Telestick holen. Vielleicht mache ich hier nochmal einen Kescher so einigermaßen voll. Kann vielleicht noch ein paar Kaffeeaufträge abgeben. Wenn es dann geldmäßig ganz gut aussieht. Wir sind jetzt hier gerade bei 86 Silber. Spielzeit knapp 2 Stunden. Also da kann man natürlich noch ein bisschen was machen. Wobei da jetzt natürlich ein paar Flauten auch mit bei waren, gerade auch in der Nacht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr rumhantieren. Und ja, ein bisschen Pech hatte ich auch, dass mir hier zweimal ein dicker Brocken reingegangen ist am Windenbach. Und mir meine Haken abgefressen hat. Also, wir müssten jetzt schon wieder Kohle ausgeben. Aber es ist ja auch tatsächlich eher ein Investieren in das Setup. Guck mal, da geht es direkt wieder los hier. In das Setup und in bessere Haken und vielleicht auch in Köder. Das machen wir mit Sicherheit, wenn wir wieder ein bisschen Kohle zusammen haben. Auch hier jetzt schön vorsichtig sein. Ich mag tatsächlich auch hier diese Posen, ne, diese Federkiele. Ganz simpel. Aber sehr zart fühlend sozusagen. Zack. Hat man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen gesehen. Die Pose ging nach oben. Also das war jetzt so ein Ding. Vielleicht einfach ein bisschen zurückspulen. Nochmal gucken. Die Pose ging hoch. Das heißt, der Giebel jetzt hier hat jetzt nicht einen Biss gemacht, ist abgehauen, sondern hat einen Hebebiss gemacht, hat den Köder angehoben, dadurch ist die Pose leichter geworden, sozusagen hochgegangen. Und das war für mich das Zeichen, dass er wirklich den Köder im Maul hatte, zack, angeschlagen und hat funktioniert. Sehr schön. Wir haben das nächste Level, Level 7 ist erreicht und auch hier wieder ein gutes Beispiel dafür, warum Haseln und Lauben am Windenbach so gut sind. 600 Gramm bringt gerade mal 100 XP. Nicht fantastisch viel. Also, wenn man richtig gut Kohle machen will und Silber machen will, tagsüber schön durchziehen, haseln und lauben. Wie oft soll ich sagen? Jedes Mal muss ich sagen. Weil es einfach zu gut ist. Weil es einfach auch echt zu gut ist. Aber es macht immer auch Bock, ne? Und ich, wie gesagt, Zielfisch jetzt gerade eben. Der Kaulbarsch. Ich hoffe auf den Kaulbarsch noch. Und es gibt auch tatsächlich mal Tage, und da sind wir wieder an der Stelle, je nachdem, wann du das Video siehst. Es gibt hier verschiedene Stellen, um hier zu angeln. Wir haben im Discord, im Feierabend TV Discord, Link ist unterm Video, haben wir auch verschiedene Spots. Na, der hat nicht, der war zu spät. Haben wir auch verschiedene Spots oder Kanäle, wo dann genau die Spots, die gerade aktuell funktionieren, auch drin beschrieben sind.
Und diese Spots, die funktionieren halt immer mal wieder. Ne? Es gibt zum Beispiel hier in dem Bereich, kann man gut angeln, direkt gegenüber an der, an dem Zeltplatz, hier direkt an dem Anleger, hier ist das immer wieder gut. Ja, wie gesagt, hier in der Ecke, hier unten war gut oder hier. Also es gibt viele verschiedene Stellen, die wirklich gut funktionieren und die klappert man eigentlich immer wieder ab. So ist das auch übrigens später im Game. Also man testet immer mal wieder so ein paar Stellen und Spots, die auch schon mal funktioniert haben, weil sich die Fische da immer mal wieder gerne hin verlaufen. Und es keine Garantie ist, dass man da was fängt, aber man erhöht halt einfach die Wahrscheinlichkeit. Jawohl. So, ich würde sagen, ich ziehe hier nochmal ein bisschen was raus. Ich hoffe, es ballert nochmal ein Kaulbarsch rein. Das wäre natürlich richtig gut, einfach auch um nochmal zu sehen, wie das XP-mäßig ist und auch Kohle-mäßig später. Jetzt gucken wir mal bei dem hier nochmal kurz rein. 1 Meter Tiefe auf Regenwurm, 16er Haken, ne 14er Haken. Leichtes Gezuppel. Und ich hoffe, dass der dann auch gleich hakt. Das ist ja immer die große Challenge. Und da geht es auf der 2, auf der anderen Route geht es auch schon wieder los. Guck dir das an. Und da zieht auch schon gleich was ab. Der zieht schon gleich ab. Guck's dir an, der nimmt die Schnur schon mit. Ich mach jetzt nichts, ich mach jetzt noch nichts. Aber es zuppelt schon eigentlich eher wie ein Rotauge. Deswegen kurz der Wechsel, siehst du, da ist er schon dran. Durchziehen, 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 durchziehen. Nicht nachgeben, habe ich mir von Stippern erklären lassen. Wenn ihr den Fisch dran habt, linke Maustaste durchziehen. Es muss hochgehen. Je höher man es zieht, desto leichter wird es, den Fisch rauszuziehen. Desto weniger kann der Fisch dem entgegensetzen. Deswegen muss man leider durchziehen. Auch wenn man manchmal denkt, oh mein Gott, das reißt mir. Solange man sein Set vernünftig zusammengebaut hat, ne? Also dass die Tragfähigkeit der Schnur unter der Tragfähigkeit der Route ist, dann kann nichts passieren. So, jetzt ein kurzer Break und wir gucken gleich nochmal in den Kescher. Ja, die Nacht ist rum, kein Kaulbarsch gefangen, so kann das gehen, aber festgestellt, dass an der Stelle hervorragend Giebel und Karauschen laufen und das tatsächlich auch ganz simpel auf dem Regenwurm. Einige Rotaugen waren auch mit dabei. Gar nicht schlecht. In einer wirklich guten Frequenz. Also das war wirklich gut. Ein bisschen der Nachteil, also die XP sind halt nicht so fantastisch dabei. Kohlemäßig gucken wir jetzt mal eben im Café. Und jetzt guckt ihr das an. Wir haben hier tatsächlich Kaffeeaufträge für Giebel. 350 Gramm soll der Giebel sein, 2 Stück davon und dafür kriegen wir 7 Silber. Wir verkaufen die leichtesten und haben hier nochmal einen Auftrag und hier haben wir sogar noch unmaßige. Wir machen wieder sortieren nach Gewicht, verkaufen wieder die leichtesten. Das bringt dann 3 Silber. Das waren jetzt die unmaßigen. Lauben hatten wir nicht, Schläfergrundel auch nicht, Barsche nicht, Rotaugen hatten wir. Oh, da müssen wir gleich nochmal 1 angeln. Das mache ich dann aber gleich im Nachhinein. Das bringt nochmal 10 Silber für so kleine 175 Gramm Rotaugen. Ja, Kaulbarsch leider nicht, aber auch hier haben wir ja schon wieder 10 Silber zusammen. Und wenn wir dann hier nochmal reinschauen in den Fischmarkt, bringt uns das Ganze nochmal weitere 14 Silber. Also, es lübt. Wir sind jetzt schon quasi auf 110 Silber in Gänze. Heißt also, im nächsten Video müssen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen, ja, eine neue Angelrute kaufen. Also, was man machen kann, auf jeden Fall natürlich auch hier angeln. Ich werde es gleich hier vorne direkt am Anleger nochmal auf Rotauge testen. Also hier vorne oder hier. Das eine Rotauge noch schnell rausziehen und dann den Kaffeeauftrag abschließen. Und ja, wie gesagt, demnächst oder im nächsten Video kaufen wir uns dann mal
noch eine weitere Stippe. Das muss einfach weitergehen hier mit drei Stippen gleichzeitig und dass wir dann da ein bisschen auf Frequenz kommen. Und dazu kommt, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen bessere Haken kaufen, damit wir nicht immer hier mit diesen ollen rostigen Haken angeln müssen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke reinballern, dann bimmelt es auch direkt, wenn der Fisch beißt, beziehungsweise wenn das nächste Video da ist. Petri, bis zum nächsten Mal.